Der Koalitionsvertrag ist da. Gehörst du zu den Gewinnern oder den Verlierern? Ich zähle jetzt die Ergebnisse auf und bei jedem, das dir ganz konkret was bringt, holst du einen Punkt. Zähl mit und dann vergleichen wir unsere Scores in den Kommentaren. 3, 2, 1, los! Hast du gerade einen Job? Wie lange geht dein Vertrag? Könnte es sein, dass du nächsten Sommer schon wieder arbeitslos bist? Genau das will die GroKo nämlich verhindern. Deshalb will sie Unternehmen jetzt vorschreiben, dass die einen anlasslos befristeten Vertrag nur noch einmal verlängern dürfen. Und dann heißt es, unbefristet. Yeah, oh yeah. Punkt für dich. Auch als Azubi kannst du punkten. Endlich soll es sowas wie einen Mindestlohn für Auszubildende geben. Ich hoffe bloß, dass der dann auch hoch genug ausfällt, dass man davon leben und zum Beispiel von zu Hause ausziehen kann. Apropos, wohnst du zur Miete oder planst umzuziehen? Dann gibt's noch einen Punkt für dich. Damit die Mietpreisbremse endlich wirkt, sollen Vermieter jetzt verpflichtet werden, die Vormiete offenzulegen. So kannst du direkt nachrechnen, ob die maximal 10% Erhöhung bei dir auch eingehalten werden. Du bist Student? Dann gibt's eine fette BAföG-Reform. 1 Milliarde Euro. Plus 600 Millionen für die Unis. Du planst statt dem Master den Meister? Glückwunsch! Die Gebühren für die Meisterprüfung sollst du nämlich künftig zurückbekommen. Dafür musst du die Prüfung allerdings erst noch bestehen. Du wirst regelmäßig wahnsinnig, weil dein Internet so lahm ist. Die Große Koalition fühlt mit dir und verspricht ein Recht auf schnelles Internet bis 2025. Also sorry, schnell ist was anderes. Wenn du Schüler bist, dann gibt's noch einen Punkt für dich. Und 5 Milliarden Euro. So viel wollen Union und SPD in den Digitalpakt investieren und damit die Digitalisierung an Schulen vorantreiben. Yes, iPads für alle. Oh, und da war ja noch was. Klima. Von den Zielen für 2020 haben sie sich allerdings längst verabschiedet. Hier sorgt die Große Koalition dafür, dass sich erstmal wirklich gar nichts ändert. Punkt Abzug. Außer dir gehört ein Kohlekraftwerk? So, merkst du was? Für ein richtig fettes Ergebnis ist echt nicht so viel zu holen in diesem Koalitionsvertrag. Bist du trotzdem zufrieden oder total enttäuscht? Schreib mir deine Punktzahl in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann guck doch auch mal hier rein. Da haben wir nämlich beschrieben, wie Koalitionsverhandlungen normalerweise ablaufen und welche Tricks die Parteien so anwenden, um ihre Ziele durchzusetzen. Hier ist noch ein anderes Video aus dem Funknetzwerk. Und wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann abonniere jetzt Deutschland 3000 hier auf YouTube.